Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Billion Humans. In der letzten Folge haben wir hier was gemacht. Heute werden wir auf jeden Fall in den blauen Bereich kommen, in die Phase 2 mit Memories, wo ich mich ein bisschen vorfürchte. Aber erstmal hat die Nikoru geschrieben, weil sie so nett und freundlich ist, dass wir bitte auch die Abzweigungen hier machen sollen. Und da fehlen uns halt noch ein paar, und zwar 3 bisher. Lieber am Anfang als zu spät. Deswegen Lückenbüßer 2 wird jetzt wahrscheinlich etwas einfacher sein, weil es halt Jahr 13 ist und irgendwas sein wird, das wir schon kennen. Ups. Okay, lassen Sie uns jetzt nicht in Panik geraten. Es ist schon wieder passiert. Das Management hat ein paar sehr wichtige Datenwürfe geschickt und ich habe die meisten davon dort auf den Boden gelegt. Aber ich glaube, ich habe ein paar Stellen übersehen. Also ich meine, Sie sind jetzt auch nicht unbedingt der aufmerksamste Zuhörer. Stehen da und nicken in der Hoffnung, dass ich irgendwann aufhören werde zu reden. Ich weiß, das ist nun unser gemeinsames Leben. Also schnappen Sie sich die Datenwürfel und füllen Sie die horizontalen Reihen, wie es Ihnen passt. Ich habe die Würfel diesmal nicht passend für Sie angeordnet. Nein! Okay, da hatte ich mich Angst vor. Jetzt müssen die tatsächlich auch nach rechts laufen und so ein Scheiß. Das ist doch kacke. Das ist doch richtig blöde. Okay, ich mache das jetzt einfach genauso wie... Das hatten wir ja schon mal sowas. Nur bei unserem letzten Datenfüller, Lückenfüller, mussten wir einfach nur nach unten laufen, weil das hat alles gepasst. Und diesmal passt das leider nicht, Leute. So jetzt, nee, das geht gar nicht so, wie ich das machen wollte. Ich wollte jetzt machen, dass sie einfach so lange nach links laufen, bis eine Wand kommt. Und dann gucken sie einfach, bis hier Datenwürfel sind und gehen dann nach rechts. Da kann man eigentlich trotzdem machen, oder? Wenn links von dir eine Wand ist, ich habe das jetzt auch seit Tagen nicht gespielt, dieses Spiel. Von daher kann das auch sein, dass mein Gehirn gerade ein bisschen am Rumwagen ist. Vor allem, weil ich noch gestern relativ viel Wein getrunken habe. Und ich eine kleine Katze habe im Kopf. Ich habe eine kleine Katze, Leute. So, also wenn links von dir keine Wand ist, dann gehe nach links, zack. Jetzt gehen sie so lange an die Seite, bis eine Wand ist. Und sobald eine Wand bei ihnen ist, gehen sie so lange nach unten. Genau, dann gehen sie so lange, nee, doch, dann gehen sie so lange nach unten, bis auf dir drauf ein Datenwürfel ist. So, hier, geh nach unten, zack, sollte sowieso passen. Also, wenn links von dir keine Wand ist, dann geh nach links. Wenn eine Wand neben dir ist, dann gehe so lange nach unten, bis unter dir ein Datenwürfel ist, heißt das quasi. Und dann sollen die bitte nach... nach rechts gehen. Wir machen jetzt so eine endlos If-Else-Schleife, was auch immer. Passt schon, Leute. Die sollen so lange nach rechts gehen, so lange nach rechts gehen, bis unter ihnen kein Datenwürfel ist. Wenn unter dir ein Datenwürfel ist, dann geh nach rechts. Ansonsten droppt den Scheiß. So, damit ist doch die erste Reihe schon mal fertig, oder? Ich glaube schon, aber die müssen das erst noch aufpicken natürlich, das kriegen wir hin. So, jetzt sollte die erste Reihe schon mal fertig sein. Jetzt nehmen die es auf, unter sich, nehmen die auf, dann gehen sie nach links, solange bis eine Wand kommt. Dann sind sie hier irgendwann, die erste auf jeden Fall. Die sind dort, jo, links von mir ist eine Wand, ich gehe nach unten. Und zwar so lange, also dann sind sie ja im Else drin, auf jeden Fall die erste. If Else, genau, glaube ich, hoffe ich. Dann geht sie so lange nach unten, bis ein Datenwürfel unter ihr ist, dann ist sie hier auf dieser 67. Dann ist sie in diesem zweiten Else drin und dann geht sie so lange nach rechts, bis unter ihr kein Datenwürfel mehr ist. Und ist es dann fall. Wir probieren einfach mal. So, ich gehe nach links, ja, jetzt passiert nicht mehr, geil, hat richtig gut funktioniert. Ich glaube, das ist doch nicht dieses Else. Wir machen das so. Geht das? Jetzt gehen die natürlich alle nach unten. Oh. Ich hab die ganzen Jump-Dinger vergessen, ich Dummkopf. Geht das dann vielleicht doch so? If Else. Wir jumpen einfach mal von unten nach oben. Das wird schon passen irgendwie. So, hier, ja, aha, aha. Oh, guck, die eine funktioniert. Die gehen jetzt alle nach unten. Jetzt sehen sie, oh shit, da ist ein Datenwürfel. Ich gehe mal lieber nach rechts. Oh nein, wieso? Hä? Ihr sollt weiter nach rechts laufen. Oh Gott. Okay, dann machen wir, wenn auf dir drauf ein Daten... Nee, das ist doch richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Wenn auf dir drauf ein Datenwürfel ist, dann geh nach unten. Nee, solange kein Datenwürfel auf dir drauf ist, geh nach unten. Dann ist irgendwann ein Datenwürfel auf den. Und dann müssen sie doch in das nächste Else rein. Muss das auch kein Datenwürfel sein? Ich weiß nicht. So, ich gehe nach unten. Ja, schön. Jetzt ist hier leider schon was. Oh Mann, ich kann hier nicht weiter. Was muss ich denn machen? Hm? Wieso geht das nicht? Bis dahin ist alles gut. Und die geht sogar einen Schritt nach rechts. Zack, ich gehe nach rechts. Aber die kommt hier nicht in dieses neue Else rein. Dann packen wir das doch einfach als Nicht-Else dahin, oder? So müsste das gehen. Jetzt legt sie das da schon ab? Hä, wieso sind die denn so blöd? Dann geh nach unten. Ich mag diese Else-Befehle halt gar nicht, Leute. Ich mag das nicht. Was machen die denn? Oh Mann, ich kann voll nicht denken. Okay.
geh so lange, wir machen jetzt einfach ganz viele Jumps hier rein. Geh so lange nach links bis bla bla bla, dann geh so lange dahin, bis was anderes passiert. Ich habe keine Lust nachzudenken, Leute. Das wird eine komische Folge. Und geh so lange dahin, bis auch irgendwas passiert. So, da ist eine Wand. Oh nein, ich jump hier immer weiter, obwohl da eine Wand ist. Hä? Ja, dann pack das halt da rein, oder was? Ist das doof. So, Wand, ich gehe nach unten, ich gehe nach rechts. Wieso geht sie denn nicht weiter nach rechts? Das, ich raff's nicht. Sie soll doch so lange nach rechts gehen, wie ein Datenwürfel unter ihr ist. Gehe, wenn ein Datenwürfel auf deinem Feld ist, gehe nach rechts. Das ist aber doch hier auch der Fall bei der 27. Sie geht einen Schritt nach rechts, sieht wieder... Oh. So müsste das gehen. Jetzt müsste zumindest die allererste Reihe ja wohl gehen. Ja, jetzt gehe ich so lange nach rechts, bis da ein Datenwürfel fehlt. Okay, danke. Meine Fresse. Das hat schon länger gedauert, als es eigentlich müsste. Und locker gibt es ja auch andere Lösungen, aber das funktioniert schon mal. Und das machen wir jetzt einfach für alle Reihen, oder? Jetzt sollen sie einfach wieder nach unten gehen. Wir können das, glaube ich, auch anders machen. Wenn rechts von dir auch keine Wand ist, wenn links von dir keine Wand ist oder rechts von dir keine Wand ist, dann geh nach links oder rechts. Nee, okay, das geht doch nicht. Nein, ich will nicht beide wegnehmen. Nimm das nur weg, so. Also wir können das jetzt alles nochmal bauen, natürlich. Ja, machen wir das auch einfach. So, dann droppt das. Wenn... Achso, die gehen jetzt so lange nach rechts. Die gehen jetzt ganz an die Seite. Wir machen das jetzt richtig schlecht, Leute. Wir sagen einfach, die sollen zwei Schritte nach unten gehen. Und dann machen wir wieder einen Jump nach oben. Das ist richtig schlechtes Coding. Aber juckt ja keinen, Leute. Juckt ja keinen. So, das funktioniert bestimmt schon. Wieso geht das denn jetzt schon wieder nicht? Oh, links von dir keine Wand. So, sorry. Müsste gehen, oder? Die legt das ab. Die merken, yo, da ist was. Ich gehe zwei Schritte nach... Wieso gehen die keine zwei Schritte nach unten? Die kommen gar nicht in dieses, aus diesem Jump hier raus mit dem If-Befehl. Ach du Scheiße. Ah, ja, danke Nicole, dass du mir das aufgezwungen hast, dass die zweite von diesen blöden Abzweigungen gleich so eine Scheißaufgabe sein muss. So, die hängen jetzt hier an der rechten Wand fest. Tolle Sache. Okay, ich glaube, wir verändern diesen If-Befehl und zwar nach, wenn links und rechts neben dir ein Datenwürfel ist, dann geh nach rechts so lange... Nee. Wenn links oder rechts und auf dir ein Datenwürfel ist, dann gehe nach rechts. Ansonsten lässt du los. Mal gucken, ob das auch geht. Ja, und die wollen jetzt immer weiter nach rechts gehen. Achso, die wollen trotzdem weiter nach rechts. Dann packen wir vor dem Jump nochmal einen If-Befehl. Und zwar, wenn rechts von dir eine Wand ist, dann geh einfach nach unten. Wie wär's denn damit? Wenn rechts an dir eine Wand ist, dann geh nach unten. Dann müssen die ja zumindest in der Reihe hier unten, die müsste das trotzdem ablegen und die müssen jetzt nach unten gehen. Ja, nice. Warum er das jetzt da abgelegt hat, keine Ahnung. Weil er trotzdem in diesen Else-Befehl kommt, ne? Ach, scheiße. Das funktioniert ja alles nicht. Was ist das denn alles? Scheiße. Hätte er mir nicht einen Tipp geben können? Man kann sich Tipps geben lassen, oder? Aber ich will keinen Tipp. Ich will das so machen, wie ich das will. Die gammeln da dann an der rechten Wand rum. Das ist doch scheiße. Wenn ein Datenwürfel unter dir ist, dann geh nach rechts. Ansonsten drop den Scheiß. Wenn rechts von dir eine Wand ist, dann geh so lange nach unten, wie unter dir kein Datenwürfel ist. Nee, geh so lange nach links. Nee, geh so lange nach... Hä? Wenn rechts von dir eine Wand ist, gehe nach unten. Dann sind sie aber hier unten irgendwann. Wenn rechts von dir eine Wand ist und auf dir drauf ein Datenwürfel, dann gehe nach unten. Hä, das macht doch alles keinen Sinn. Das macht doch alles keinen Sinn, Leute. Was ist hier los? Was ist hier los? Oh, was ist denn das für eine Aufgabe? Also entweder... Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Die dödeln hier gegen die Wand gegen. Okay, Leute, wir machen das ganz anders. Wir schmeißen nochmal alles weg, denn ich habe gerade gesehen, hier oben gibt es eine Lochreihe und mit dem Loch lässt es sich vielleicht einfacher programmieren, in Anführungszeichen, als mit den beiden Wänden hier. Und wir machen das jetzt so, ich wollte ja eben, dass sie hier links und dann nach rechts laufen und dann so jede Reihe abgehen und immer gucken, ob da irgendwo ein Platz ist. Aber wir machen das jetzt so, dass sie einfach von unten nach oben laufen und so gucken immer, ob da Platz ist oder nicht und das dann ablegen. Okay, Leute, ich habe das jetzt mal so gemacht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber in meinem Kopf funktioniert das. Also sie heben es jetzt auf, dann prüfen sie, ob links, rechts und auf ihnen drauf
also links rechts, ob da ein Datenwürfel liegt und auf ihm drauf kein Datenwürfel. Wenn das eintritt, dann lassen sie es fallen. Das müsste jetzt für die Nummer 1 und die Nummer 3 jetzt schon mal zutreffen. Wenn das alles nicht zutrifft, dann gehen sie halt immer so weiter nach unten, bis diese Bedingung eintritt, dass links und rechts jeweils ein Datenwürfel ist und unter ihnen kein Datenwürfel. Das ist ja immer nur der Fall, wenn sie in diesen Objekten drinne sind, über diesen Lücken, wo sie was fallen lassen sollen. Das heißt, sobald diese Anforderung in Erfüllung geht, lassen sie es fallen. Das heißt, 1 und 3 müssten schon mal ihren Würfel fallen lassen in dieser Reihenfolge. Ansonsten, wenn das nicht eintritt, gehen sie in diese zweite If-Schleife und da gucken sie einfach nur, ist unter dir eine Wand oder ist über dir ein Loch, also hier unten Wand, oben Loch, dann geh nach rechts und dann prüfen sie das immer wieder. Jetzt gehen sie nicht mehr nach oben, gell? Die müssen noch nach oben gehen. Irgendwo müssen die noch nach oben gehen. Ansonsten geh nach oben und irgendwann gehen sie dann nach rechts. Und da gehen sie dann wieder runter, bis sowas kommt. Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich glaube, die prüfen dann nur... Lol. Fuck my life. Fuck my life, oh yeah. Kommt das halt in den L-Befehl? Hä, wieso geht das denn jetzt nicht mehr? Guck, so weit funktioniert das nämlich. Die lassen den liegen und die lässt den auch liegen. Jetzt gehen sie einfach nach rechts. Ja, toll. Wenn unter dir eine Wand ist, dann geh nach rechts. Ja, das funktioniert. Dann geh nach rechts und geh nach oben. So, vielleicht. Dann geh nach rechts und geh nach oben. Bis das nicht mehr eintritt. Wir brauchen diesen Jump gar nicht, ne? Geh nach rechts und geh nach oben. Das tritt nicht mehr ein, sobald sie einen nach oben gegangen sind. Aber dann gehen sie nicht die ganze Zeit nach oben. Dann müssen wir noch einen If-Befehl einfügen. Und zwar, die sollen so lange... Die sollen einen Schritt nach rechts gehen. Wenn unter dir eine Wand ist oder über dir ein Loch, dann gehe einen Schritt nach rechts. Nur einen einzigen Schritt. Ja, und dann sollen die erst was anderes machen. Dann gehe so lange nach oben, bis über dir ein Loch ist. Warte, den hier löschen wir mal weg. Dieses oder. Du sollst eine Wand sein. Wenn unter dir eine Wand ist, dann gehe nach rechts. Und wenn über dir ein Loch ist... Dann gehe auch nach rechts. Wenn unter dir eine Wand ist, gehe ein nach rechts und gehe nach oben. Aber das soll er ja immer wieder machen. Falls unter dir keine Wand ist und über dir auch kein Loch, dann geh nach oben. Wenn aber über dir ein Loch ist, dann geh nach rechts. Wenn unter dir eine Wand ist, dann geh ein nach rechts. Dann, wenn keine Wand unter dir ist, ist aber ja. Es ist sowohl eine Wand, nee, wir machen, wenn eine Wand unter dir ist und kein Loch über dir, dann gehe nach oben. Dann gehe nach oben. Und zwar so lange, bis... Nee, das geht auch nicht. Das funktioniert ja alles nicht. Mann, jetzt wird eintreten, dass wenn unter ihm keine Wand ist... Und über ihn kein Loch, dann wird er einfach so lange nach oben laufen. Dann wird er, glaube ich, nur einen einzigen nach oben laufen. Weil ab hier bei der 88 ist ja unter ihm keine Wand mehr. Dann hört er auf, nach oben zu laufen. Also das geht auch nicht. Oh, meine Fresse, Alter. Was? Hä? Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Die soll doch einfach nur im Kreis laufen. Du gehst so lange nach unten, wie bis unter dir... Bis unter dir keine Wand ist. Du gehst so lange nach unten, bis unter dir keine Wand ist. So, du gehst so lange nach unten, bis unter dir... Du gehst so lange nach unten, wie keine Wand... Du gehst... Achso, nee. Du gehst so lange nach unten, du gehst nach unten. Blub, fertig. Dann kommen sie hier rein. Wenn unter dir eine Wand ist, dann gehe einen Schritt nach rechts. Wenn unter dir eine Wand ist, dann gehe einen Schritt nach rechts. Dann, solange über dir kein Loch ist... Ist über dir kein Loch, dann gehe nach oben. Wenn unter dir eine Wand ist... Oh Gott, aber gehen die jetzt schon nach oben dann? Die legen das ab. Naja, immerhin. Oh Mann, wenn unter dir eine Wand ist, dann geh nach rechts. Ja, wenn über dir kein Loch ist, dann geh nach oben. Dann prüft er wieder. Bla bla, geh nach unten. Ach so, weil er hier wieder nach unten geht. Ja, wir müssen noch einen Jump-Befehl hier einfügen, oder? Einfach nochmal so. Gehe so lange nach oben, bis
das alles nicht mehr eintritt. Und dann kann das ja gerne wieder anfangen. Oh. Jetzt machen sie schon wieder ihren Scheiß hier. Was soll denn das? Geht doch bitte weiter nach oben. Ja. Nein, aber okay, sie sind schon mal hochgelaufen. Sie laufen so lange nach oben, wie über ihnen kein Loch ist. Und dann bleiben sie da stehen. Und dann sollte er doch eigentlich wieder nach oben jumpen, aber macht er nicht. Ach so, wenn über dir oder wenn über dir ein Loch ist, dann geh nach rechts. Ja, ich glaube, das sollte, ist das, geht das so? Die gehen nach unten, die lassen fallen, die gehen nach rechts, die gehen nach oben. Bitte geht nach rechts. Aber wieso geht der nicht nach rechts? Die sind da wieder in dieser Jump-Scheiße. Okay, jetzt kommen sie aber zumindest in diesen Rhythmus rein. Jetzt, das sollte doch gehen jetzt, oder nicht? Come on. Funktioniere bitte. Bitte funktioniere. Ihr geht nach rechts, ihr geht nach oben. Und ihr geht wieder nach unten. Aber ich glaube, das funktioniert auch. Jetzt geht ja wieder nach rechts, ihr geht wieder nach oben. Und dann geht ihr wieder nach unten. Okay, das wird super langsam sein. Aber es funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Lass es doch fallen. Ja, okay. Das wird ewig lange dauern, aber ich glaube, es funktioniert. Guck mal, jetzt geht er wieder nach unten. Lässt da dann seinen Scheiß fallen. Ja, es geht. Es ist mega falsch. Super falsch. Scheiß auf Leistung. Aber es funktioniert. Warum sie da oben nicht wieder nach rechts laufen, ich habe keine Ahnung. In meinem Kopf hat sich das alles anders angefühlt. Ach du Kacke, Mann. Jetzt geht der wieder nach oben. Da lässt er auch nicht fallen, weil die in dieser komischen If-Schleife hier drin sind. Aber beim Runtergehen lässt er es dann fallen. Ach du Scheiße. Okay, diese Lösung war ja total behindert. Guck mal, Größenoptimierung ist super. Ja, Laufzeitoptimierung braucht doch keiner. Danke, ich hab's endlich geschafft. Ohne Witz. Das hat mich 35 Minuten gekostet. Ich weiß nicht, wie ich das runterschneiden werde, aber das hat 35 Minuten gedauert. Ach du Kacke. Ja, danke Nicole nochmal, dass du mich das machen lassen tun.